Ja, liebe Zuschauer, willkommen zur nächsten Folge vom HSV Let's Play. Also, ja, das Video ist lustig, ne? Guck erstmal auf der Tabelle erstmal an. Erster ist Hamburg. Wir sind Erster, natürlich. Bochum ist auf Platz 8, 3 Punkte aus 2 Spielen und wir haben 6 Punkte aus 2 Spielen. Ja, 5 zu 0, 5 Tore, die haben nur. Wir haben direkt gegen Tor kassiert, also ja, defensiv ist bei uns besser. Ja, jetzt zum Spiel Hamburg gegen VfL Bochum. Ja. Ich habe gerade zum Spiel HSV gegen VfL Bochum. Ja, die Fans hat man schon jetzt im Stadion. Ja, schnell. Der Region legt das Spiel für EA Sports TV. Joa. Da steht Aaron Hunt. Unser Cappy. Martin hat den Treppack im letzten Spiel. Ja, die Folgen schon Vortag auf, deswegen ja, ist jetzt machen. Ich hoffe, ich habe mir euch jetzt in 4 Folgen gefallen. Ein Spiel gegen Darmstadt, gegen Nürnberg und das Pokalspiel gegen Kiel. So, wie er hoch gewonnen haben, sondern durch manchmal hat den Hanik einen Doppelpack-Trick gemacht. Hat. Euer Fernandes im Tor. Dann spielt Leibold von Tuchel, Leistschatten von Kornemann, Moritz und Ducek, Bertha, Hanik und Neray. Spieler, what? Fight, der Zombie, der Kittel. Baby. Reimann, Riemann, Nilio, Fabian und ja. Hoffentlich mit dem 24 einstellen kann, wie die Aufstellung, wie die Aufstellungen weitergehen. Der ja, richtig geil, wenn man die auch einstellen konnte, wie lange die Aufstellung dauert. Übrigens gegen VfL Bochum 1848. Wie das beim Spiel? HSV gegen Bochum. Genau. Hamburg. Oh, dumm gemacht. Einwurf. Ah, ich war jetzt auf Legende zu spielen, liebe Zuschauer. Scheiße. Ich werde sagen, dass ich da Legende weiter spielen werde. In der Karriere. Beim HSV Let's Play. Gut, check. Oh, langsam. Auch die Union bei Hannover teilweise bei der MK, also mit der Karriere. Panik. Jatta. Jatta. Auf. Panik. Panik. Tor HSV nach 8 Minuten. HSV 1, Bochum 0. Hamburg. Always Hamburg. Always Hamburg. Always Hamburg. Hamburg 1, Bochum 0. Auf geht's Hamburg. Boom.
Tor HS, ach, ein Tor Bochum, moin. Tor für VfL Bochum, Nummer 35, greift den Ball super rein. Ja, gepasst. Ja, Schuld. Komm, für HSV. Nummer 8. Ja, die Nummer 8 hätten wir wecken können. An sich bringt nicht gut hoch. Also das Gegentor für den HSV. Ja, warum ist er nicht bis nach rechts gegangen, als hätte Spiel, als hätte den Ball bekommen. Bochum freut sich zum 1-0. Stivere Gunugan Vula, das erste Tor für Rastau. Herr Bochum. Oh, was macht Niray da? Naray, wer sie da ausgesprochen wird. Abseits. Oder so, nein? Krass. Tor unverdientes Ergebnis. 2 zu 1 für VfL Bochum 1848. Unverdientes Ergebnis. Eieieiei. Bochum 2. Also 1. Nicht gut für den Antoine Lucile. Drittes Bundesliga-Tor im zweiten gegen drittes Spiel gegen den HSV. Bochum 2. Unverdiente Führung für VfL Bochum teilweise, liebe Zuschauer, weil so eigentlich stärker drauf ist. Das ist die erste Niederlage gegen 9. Platzierten jetzt bis jetzt. Oder gewinnt HSV noch das Spiel? Wenn ihr vielleicht trotzdem hoch, wenn ich jetzt viel verliere. Nicht viel los bei Kilitz in die Reihe. Letzte Ballkontakte, null Erfolgsquote. Gerade bei den Puschinski. Und wie los, ne? Gan wo lag, merke ich mir mal, weil der gute Köpfe macht. 1000 für 1000 liegt hinten gegen den Berg 02. Was ist das? Nö. Ja, Sticker spinnt hier oder was? Deckendecker, was ist das? Mit los geht's. Zwei Hälfte beim Spiel. HSV gegen VfL Bochum. Sorry, als ich gesagt habe, Tor für HSV. Obwohl HSV. Ja. Gucken, was da passiert hat. Sorry dafür. Habe ich nicht gestellt, meine Schuld. Nur um 3. So, eins. Jetzt die Fans pfeifen schon aus, 50. Und kurz Bochum. Noch, wir sind jetzt den Schein. Vitali Janel noch erst mit ihrem Tor gegen den HSV in der 50. Spielminute. HSV immer noch 1, Bochum jetzt also drittes das Tor. Erst drei Gegentore für den HSV. Gegen starke Buben kann man die Chance einfach nutzen und HSV macht Chancen nicht rein. Leipold, ich glaube, was auf Wette machen, aber der Pass ging ins Aus.
Wir buchen mal offensiver hier. Jatta. Panik, verliert den Ball oder den Ball nicht sicher an die Füße. Bucher hat bessere Ballbesitzquote als HSV. Zwei das Spiel führen müssen und sie gibt einfach die Chancen aus. HSV macht das Tor. Jatta macht das Tor gegen Bochum 2-3 jetzt im Spiel. Okay, ich war dann Gold, du hast sogar das gerade merkwürdig, also habe ich jetzt gerade ausgemacht. Wenn die Tage wieder spielen auf, könnt ihr mal reinschreiben in den Kommentaren jetzt. Ich glaube, wir mal reinschreiben, wann. Wir haben offensiv Probleme gerade gegen HV anzukommen. Panik. Panik! HSV 3, Bochum auch 3, HSV gegen Bochum gegen HSV. Oliwutz kommt rein. Viertes Saisontor von Martin Handel. Muss ja gegen Bochum. Zack, jetzt raus. Die Fans freuen sich. Panik ist unser Goalgetter. Moment in der Bundesliga. Und halb Bundesliga dafür. Oliwurz erstes Saisonspiel für den HSV. Oh. Bochum! Was macht euer Fernandes da? Bochum macht das 4-3. Ach, es kann auch lustig werden in der Karriere, liebe Zuschauer. Ich bin ein Scherz. Scheiße gelaufen für Bochum. Für HSV gerade. Scheiße. Wenn man jetzt nicht eingegangen wäre, hätte ich jetzt kaputt gelacht. Hätte jetzt kaputt gelacht. Alter, nur 4-3, ey. Tom Weiland, mal erst Bundesliga-Tor. Also zweit Bundesliga-Tor gegen HSV. Schon ein bisschen peinlich. 4-3, Alter. Ja, passen müssen. Bobby Wood hat noch einen Ball. Moritz. Panik. Panik. Jungs. Defensivleistung sind mir richtig schlecht mit diesen Situationen gegen Bochum. Defensiv plus offensiv schlecht sind wir gerade. Die Umpass schlecht. Okay. Für Martin Hanik. Schöner Schuss mal. Und Schlagwort von Heuer Fernandes. Der nichts dafür kann, dass HSV gerade so spieler schlecht in Offensive ist. So, da flankt rein. Dann die. Oh mein Gott. Läuft hin und her, guckt nur zu, was HSV gerade macht hier. Oh. Ich
Ich bin mir unzufrieden, ich bin gerade mega unzufrieden. Und das Spiel gerade übrigens live gerade nicht aufgenommen. Ey Leute, was macht ihr denn da? Meine flanken müssen. Beispielsweise halt in Hamburg gegen die von Bobby Woods rennt. Oh, fucking. Vom 1 würde man jetzt, wird jetzt, ja, wird jetzt, ja. Stark halten. Ein 4-3 mit Zuschauer ist in der Realität nicht stark wahrscheinlich. Krass. Verdienter Sieg für Bochum gegen Hamburg HSV, Defensivleistung nicht so stark war. Sorry, das war auf. Das Spiel war scheiße. Da gibt es jetzt erwarten wir dann Versuch ein Tor. Neue Chance. Haben wir schon mit Martin Hanek? Gut gewesen von Martin Hanek das Tor. Ja, verdient es eigentlich. Verdienter Sieg. Verdienter Sieg. Verdient hat sich 15.000 verdient gegen Bochum 4-1. Ja, jetzt haben sie jetzt Interview. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Handleistung, wir müssen ja. Wirklich so. Das Spiel war wirklich scheiße. Ich hoffe, ich darf was, aber trotzdem. Nee, ich bin unzufrieden mit dem Vielen Spiel. Dank. Bitte. Ich musste ehrlich antworten, weil ich geantwortet im scheiße Spiel ging. Von Gronermann. Man ist nach oben gestiegen. Ich mal auf Transfer. Spielersuche. Sorry. War der hier gewesen? 20 Jahre alt. Verkaufen für Hanegersatz. Kaufen ja, akzeptieren 20 Jahre alt, passt mein Stil mal in der Karriere. Ich bin mal so ein Spieler, der immer junge Spieler kauft. Lol. So einen Sinn haben teilweise mal, egal dann. Ja, der Thomas hat gegen uns mit zwei Tagos übrigens. Der hat Kopfverstärkt, glaube ich. Ja, GG. Direkt gekauft hier. Ja, das Kopfverstärkt. Nice.
jetzt mal einen Frusttransfer machen. Ja, liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge gegen den KSC. Und ciao.